Wir sind auf der Welt, um gesund und kräftig und stark zu sein, und zwar jeder für sich. Hallo, guten Tag alle miteinander. Geht's allen gut? Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Darf ich du sagen? Soll ich sie sagen? Ich darf du sagen. Perfekt. Schön, dass ihr trotz des Wetters alle da seid. Heute geht es um die TCM, chinesische Medizin. Wer möchte das denn gerne alles lernen oder wer möchte gerne behandelt werden? Ah, hier gibt es schon Interessenten. Lernen, ah, und behandelt werden. Gut, beides, auch gut. Okay, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Brigitte Brüse. Ich therapiere mit der chinesischen Medizin seit 2005 und mache nur Akupunktur und chinesische Heilkräuter und sonst gar nichts. Und meine Praxis funktioniert sehr gut. Also nur schon mal für die, die es lernen wollen. Also man muss nicht viel anderes machen. Ja, manch einer möchte noch Homöopathie oder auch Tuina, kann man. Aber ich mache nur Akupunktur und Kräuter und das ist super. Ich habe gelernt hier Akupunktur an der Schule, chinesische Kräuter habe ich an der Shuzhong gelernt und in China. Ich war mehrmals in China, was ich nur empfehlen kann, weil einem bewusst wird, dass die chinesische Medizin nicht so eine Voodoo-Geschichte ist, sondern wirklich wissenschaftlich. Ja, also ich war in Nanjing in einer Klinik, die ist so groß wie die Charité. Und da geht es nur um chinesische Medizin, also Kräuter, Akupunktur. Ja, also das ist wirklich es ist eine ganz große Medizin. Kann ich also wirklich nur meine Lanze für brechen. Manch einer denkt, okay, sie ist sehr alt und vielleicht ist sie alt und verstaubt. Ja, sie ist schon sehr alt, weil die chinesische Kultur hat ja eine lange Geschichte und auch die chinesische Medizin. Die ist ja schon vor unserer Zeitrechnung entstanden. Das Großartige ist, dass sie sich weiterentwickelt hat. Bei uns gab es ja auch viele Kundige, viele, die Heilkräuter gesammelt haben. Wir haben das aber nicht kultiviert. Wir haben das nicht weiterentwickelt, wissenschaftlich. Aber in China ist es wissenschaftlich weiterentwickelt worden, sodass es wirklich eine große Medizin geworden ist. Das Interessante ist, es gibt 100 Bücher. Ich habe hier eins. Muss mal einmal hier kurz zur Seite eins mitgebracht, das kann man mal rumgehen lassen. Das ist ein sehr bekanntes Buch, das ist das Huangdi Neijing. Das ist sozusagen der gelbe Kaiser unterhält sich sozusagen mit Qinbo und der stellt Fragen. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Das ist wirklich schon sehr alt, ja, aber es dient immer noch als philosophisch-gedankliche Basis, weil die chinesische Medizin ist eine Naturmedizin, ist aus dem Daoismus entstanden, aus dem Betrachten, wie ist die Umwelt, wie ist die Welt. Der Baum, oh, er bewegt sich. Warum bewegt er sich? Der Baum hat Wind. Ich habe Patienten, die sitzen vor mir. Was machen sie? Die bewegen sich oder jucken sich ständig. Die haben Wind. Ja, also so gibt es sozusagen die Weiterentwicklung aus der chinesischen Medizin in die heutige Zeit. Was auch wichtig ist, die chinesische Medizin hat sich insoweit weiterentwickelt. Es gibt ein Buch von Sun Chongjing, das ist etwa 100 nach Christus. Das ist ein Arzt, der hat das Shanhan Lun, der hat gesagt, alle Erkrankungen sind durch Kälte entstanden. Windkälte kommt in unseren Körper. Ich sitze jetzt hier, mir ist warm. Ich schwitze. Meine Poren sind geöffnet. Mein Körper hat also alle Tore geöffnet. Wenn ich jetzt aber in einen klimatisierten Supermarkt gehen würde, das wäre schwierig. Es könnte sein, dass so viel Kälte in mich kommt durch diesen Supermarkt, dass ich dann einen steifen Nacken bekomme. Das heißt also, dass die Idee des aus dem 100 nach Christus entstandene Idee von Sun Chongjing ist heute immer noch aktuell. Und ein Lehrer, bei dem ich war 2013 in Nanjing, das ist Professor Huang Huang, das ist ein sehr angesehener Arzt in China, der behandelt nur nach dem Buch von Sun Chongjing, nur nach der Idee. Ja, das ist das eine. Dann hat sich natürlich China irgendwann geöffnet und es gab epidemische Erkrankungen. Dann musste der neue Gedanke dazu kommen.
wir alle haben 2019, 20 die epidemischen Erkrankungen hautnah miterlebt. Ich habe hier noch ein Buch mitgebracht, da geht es um die Wärmeerkrankungen. Da sind Erkrankungen, die durch Wärme entstehen. Was bedeutet das? Man hat sofort Fieber, sofort hohes Fieber. Ja, das ist alle epidemischen Erkrankungen, die viel mit Hitze entstanden sind. Zhang Zhongjing hat halt gesagt, alles entsteht durch Kälte, aber es gibt Erkrankungen, die fangen sofort mit ganz großer Hitze an. Es hat sich sozusagen alles weiterentwickelt. Die chinesische Medizin ist sozusagen dann irgendwann auch zu uns gekommen, sodass wir hier die chinesische Medizin kennengelernt haben. Es ist aber für uns eigentlich noch eine recht fremde Medizin, weil wir nicht genau wissen, was ist es. Sind es nur ein paar Nadeln oder was? Aber es gehört ja viel dazu. Es gehört einmal Akupunktur dazu. Das ist das, was wir hier an der Schule unterrichten. Aber auch die Kräutermedizin. Ich habe ein paar Kräuter mitgebracht. Und die Kräutermedizin ist auch wichtig. Und das ist auch ein großer Schwerpunkt sozusagen der chinesischen Medizin. Ich habe auch ein Granulat mitgebracht. Das kann man gleich mal rumgehen. Das ist ein Granulat, das nimmt man ein, wenn man eine Nahrungsstagnation hat, wenn man sich sozusagen überessen hat. Das andere Wort will ich jetzt nicht sagen. Ja, das sind Kräuter, die sind sozusagen als Granulat hergestellt worden. Das ist was, was auch hier an der Schule unterrichtet wird. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass die chinesische Medizin wissenschaftlich fundiert sich weiterentwickelt hat. Es gibt Studien, Messungen in Kliniken über Akupunkturpunkte. Wie wirken diese Punkte? Wo wirken diese Punkte? Wir haben die Leitbahn. Da habt ihr bestimmt alle schon mal von gehört, ne? Leitbahnen, die wir im Körper haben. Und dann gibt es auf diesen Leitbahnen Punkte, die gelernt werden. Ich gebe dann auch mal gleich das nächste Buch rum. Das ist eins der besten Bücher über Akupunkturpunkte. Mache ich gleich mal hier Werbung, ja? Das Buch kann man dann auswendig, wenn man fertig ist. Wie gesagt, in den Kliniken werden sozusagen die Reaktionen auf Nadelung bestimmter Punkte wird untersucht. In der Klinik werden Kräuter untersucht. Und zwar in dem Sinne, wie sie zusammengesetzt sind und vielleicht auch westlichen Medikamenten entsprechen. Das Interessante ist, dass es in der chinesischen Medizin Kräuter gibt, die auch Viren behandeln können. Das gebe ich gleich mal rum. Das ist Banlangen. Unser Sohn hatte Schweinegrippe, ich weiß gar nicht, wann das war. Und 2 Wochen, die Kinder durften nicht in die Schule, sollten ein westliches Medikament bekommen. Er hat von mir nur dieses Banlangen, ein Virusmittel bekommen, also antiviral. Er war nach 2 Tagen wieder fit. Diese Kräuter gibt es und die können Viruslast senken. Und das ist natürlich auch nochmal wichtig in der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Mit dem Coronavirus. Die Chinesen haben das Coronavirus untersucht. Sie haben geguckt, welche Kräuter sind effektiv, welche Akupunkturpunkte sind effektiv. Was ich also damit sagen will, es ist eine wissenschaftlich fundierte Medizin und wir haben ein unfassbar großes Spektrum, was wir behandeln können. Wir können Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Gelenkschmerzen, Menstruationsschmerzen, Kinderwunsch, Schwindel, Kopfschmerzen. Wir können im Grunde genommen alles behandeln. Ich habe jetzt noch ein Buch mitgebracht, das ist auch. Da geht es nur um innere Medizin. Also es geht nur um die innere Medizin. Das nächste Buch habe ich noch mitgebracht, mehr wollte ich nicht tragen. Da geht es nur um Allergien. Also man kann sich auch noch spezialisieren. Es gibt Bücher über Gynäkologie, es gibt Bücher über Kardiologie, es gibt Bücher über Autoimmunerkrankungen. Damit will ich nur sagen, dass diese Medizin sozusagen wie Hausarztmedizin ist, also wirklich ein großes Spektrum hat und wir wirklich viele Patienten erreichen können.
Wichtig ist natürlich, dass wir ein fundiertes Wissen haben. Und hier an unserer Schule kann ich wirklich nur sagen, diese Ausbildung ist ganz großartig. Es ist eine lange Zeit, es ist sehr intensiv. Gleich um 3 Uhr können wir nebenan, ich habe 2 Assistentinnen dabei, ja, da gibt es eine Behandlung. Ihr könnt gerne kommen. Es wird Puls genommen, wir schauen uns die Zunge an und ich habe ganz viele Nadeln dabei. Wir werden also behandeln. Was wichtig ist, Sie können dann oder ihr könnt dann auch mit den Assistentinnen, die die Ausbildung hier machen, sprechen und fragen, wie ist es hier? Was lernen wir hier? Was können wir damit machen? Wie funktioniert das? Ja, also das ist nachher um 3 Uhr möglich. Wichtig ist, dass wir hier natürlich die Akupunktur lernen. Aber zur chinesischen Medizin gehört jetzt nicht nur Nadeln. Es gehört auch Schröpfen dazu. Es gehört auch Massage dazu. Das ist Tuina. Es gehört Gua Sha dazu, das ist Schaben, dass wir hier sozusagen auf der Haut schaben und das ist natürlich ganz besonders gut auf dem Rücken und damit natürlich pathogene Faktoren, die da sind, rausholen. Das ist ähnlich wie das Schröpfen, ja, nur dass wir hier einen Schaber haben. Einige kennen das vielleicht von der Schönheit, ne, dass wir das auch hier zur Faltenbefreiung im Gesicht machen können mit Öl. Dann gehört natürlich die Kräutermedizin dazu. Das ist ganz wichtig. Ich gebe jetzt hier auch nochmal ein Spray rum. Das können Sie gerne, könnt ihr gerne einmal auftragen. Das sind spezielle Kräuter, die Qi und Blut bewegen. Und bei Qi sind wir gleich bei einem chinesischen Begriff. Das ist sozusagen die vitale Energie, die wir haben. Und wenn unsere vitale Energie und das Blut nicht fließen, entsteht Schmerz. Und das ist ein super Spray, was wir anwenden können, wenn mir mein Ellbogen wehtut, mein Knie wehtut. Hier sind Kräuter drin, die genau diese Qualität haben, Blut zu bewegen und Qi zu bewegen. Die sind sehr aromatisch. Ich kann nur sagen, das ist wirklich ganz wunderbar. Ich kann es einmal kurz auch hier in die Kamera halten. Kann man es lesen? Und ich gebe noch ein Spray rum. Das halte ich auch kurz in die Kamera. Das ist Lian Tong. Tong heißt Schmerz. Auch das ist sozusagen, Lian ist die Firma, ja, oder Lian Tong. Das ist sozusagen hier auch etwas, was ich rum... Möchtest du das gleich haben? Hast du Schmerzen? Ah, du riechst nur mal. Das ist rot und rot bedeutet wärmend. Das Ganze gibt es auch blau. Blau bedeutet kühlend. Das Ganze gibt es gelb. Gelb bedeutet entspannen. Also, wir haben Akupunktur, wir haben Schröpfen, wir haben Moxibustion. Moxibustion bedeutet, wir erwärmen. Im Winter ist es natürlich ganz großartig zu erwärmen. Wir haben hier das Moxakraut, das wird angezündet, das ist Beifuß. Und dann können wir das auf Punkte halten, auf Akupunkturpunkte oder auch eine Leitbahn entlang fahren, um sozusagen eine Kälte zu vertreiben. Ich habe sozusagen eine Frozen Shoulder, dann könnte ich mich theoretisch hier auch schön selber behandeln. Das habe ich mal von den Schülern geschenkt bekommen. Sehr schön. Es riecht sehr stark, weil das ist ein frisches Kraut. Das qualmt sehr, das riecht sehr stark. Manch einer verträgt das nicht, weil es zu intensiv riecht. Es gibt es auch verkohlt, das riecht nicht so stark. Moxibustion wird auch ein Thema des Unterrichts sein. Und das Reiskornmoxa, das heißt, wir würden sozusagen ein Reiskorn bilden und auf Akupunkturpunkte legen. Und dann werden wir das mit einem kleinen Räucherstäbchen anzünden. Und das heißt, dass dann sozusagen diese Wärme in diesen Punkt geht. Dann löschen wir, bevor wir die Haut verbrennen, löschen wir sozusagen und nehmen es weg. Das lasse ich auch nochmal rumgehen. Das ist japanisches Moxa. Das ist viel feiner. Man kann also hier punktuell an bestimmten Stellen einfach eine Wärme drauf geben. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben häufig Kälte.
und wir müssen wärmen. Was wir auch machen können mit diesem frischen, kleinen, wir können es in den Bauchnabel wärmen. Und dann sagen die Chinesen, der Bauchnabel ist heilig. Und die Option, die wir haben, ist, dass wir das indirekt wärmen. Wir füllen den Bauchnabel mit Salz. Dann legen wir eine Scheibe Ingwer drauf. Wir haben also Wasser. Wir haben etwas Scharfes. Wir haben hier etwas Bewegendes. Und darauf setzen wir dann dieses kleine Moxa-Kügelchen und zünden es an. Und wenn wir den Bauchnabel wärmen, dann wärmen wir hier sozusagen den ganzen Bereich, ja, der um den Bauchnabel, da gibt es ganz viele Akupunkturpunkte, die dann auch wieder aktiviert werden, wenn wir eine starke Kälte haben. Also es geht um Nadeln, es geht um Schröpfen, es geht um Gua Sha, es geht um Kräuter, die gerade rumgehen. Diätetik, das ist auch nochmal wichtig. Wir lernen sozusagen auch, was macht uns krank? Es ist nicht nur das heiße Wetter, was uns zu schaffen macht, das kalte Wetter, was uns zu schaffen macht. Es ist auch das Essen. Das ist auch wichtig, dass wir lernen, was sitzt vor mir, was hat mein Patient? Hat er eine falsche Essgewohnheit? Muss er sozusagen immer sprechen oder hat er immer Probleme beim Essen? Also darüber werden wir auch sprechen. Wie ist die Lebensführung? Und das ist Jingsheng, das ist für die Chinesen sehr wichtig, dass wir eine gute Lebensführung haben. Dazu gehört regelmäßiges Essen. Morgens, mittags, abends. Kauen. Langsam essen. Kein Streit während des Essens. Und wir lernen sozusagen zu sehen, was sitzt vor uns. Sitzt eine Fülle vor uns? Sitzt ein Mangel vor uns? Müssen wir die Erde unterstützen? Muss das Metall geklärt werden? Was könnten wir für Ernährungsempfehlungen geben? Wäre eher was Süßes? Wäre eher was Scharfes? Wäre eher was Bitteres? Wäre eher was Salziges? Das wird auch sozusagen ein Teil dieses Unterrichts sein. Was wir leider nicht unterrichten, was aber auch ganz wichtig für die Lebensführung ist, das ist Qigong. Ich habe eben schon mal über das Qi gesprochen. Ja, das ist eine Lebensenergie, die wir in uns haben. Und die muss physiologisch fließen. Die muss in meinem Kopf, in meinen Händen, in meinem Bauch, in meinem Rücken, in meinen Beinen sein. Und wenn man in China ist, sieht man morgens und abends auf Plätzen immer wieder die Chinesen stehen. Die haben einen Meister vor sich und er zeigt die Übung und die bewegen ihr Qi. Und es ist wichtig, dass wir unser Qi bewegen, weil Emotionen bringen unser Qi in die Blockade. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn ihr euch geärgert habt. Ärger kennen wir alle. Ja? Dann gibt es manchmal wirklich dieses Freeze, dass wir so wie einfrieren. Okay. Wir atmen nicht mehr richtig, wir sind gefroren. Okay, was mache ich? Angriff, weglaufen, was ist jetzt meine Taktik? Das Nervensystem reagiert sofort darauf. Wir können sowas wieder entblockieren. Jede Emotion hat Einfluss auf uns. Die Chinesen sagen, das Herz ist der Kaiser, die Kaiserin und nimmt jede Emotion wahr und gibt sie weiter. Die Wut geht an die Leber, die Trauer geht an die Lunge. Die Freude ist das Herz, aber übermäßige Freude schädigt das Herz. Übermäßiges Grübeln, Denken, ja, oder analytisch oder auch Überversorgen von anderen, dieses Übermuttern, das ist sozusagen was in der Erde. Und manchmal ist es so, dass wir zum Beispiel eine Wut haben, die wir nicht ausleben, weil wir nicht gelernt haben, dass wir wütend sein dürfen. Und das ist etwas, was die ganze Zeit in unserem Körper ist und die ganze Zeit sich staut. Und dann kriegen wir plötzlich Magenbeschwerden. Oder wir haben Druck auf der Brust. Und in dieser Ausbildung werden wir lernen, anhand von Zunge, Puls und der Diagnostik, die wir machen, wo ist der Stau? Was fließt nicht physiologisch? Weil es muss alles fließen physiologisch. Die Lunge senkt sich ab. Die ist verheiratet mit dem Dickdarm. Die muss also ihre Energie dem Dickdarm geben. Lunge, Dickdarm. Der Dickdarm ist mit dem, dann kommt der Magen. Magen und Milz, das ist die Mitte.
Der Magen muss sich absenken, die Milz hebt, die Lunge senkt sich ab. Das ist wichtig, das Herz muss sich absenken. Das Herz sitzt jetzt hier, wir haben die Lunge, das Herz ist das Feuer, die Lunge ist das Metall. Metall ist für Kontrolle, Kontrolle ist wichtig, aber Überkontrolle schädigt mein Herz. Und dann sprechen wir schon mal von diesem eisernen Panzer. Wir haben einen eisernen Panzer, wir sind überkontrolliert, streng. Das machst du nochmal, das ist nicht gut genug. Das ist nicht, du bist, wie liegt das hier rum? Das ist nicht ordentlich. Oh, aber ich würde gern spielen. Nein, du machst das hier zuerst. Das ist das, und wir können uns alle in unserer heutigen Zeit super kontrollieren. Das haben wir ganz oft in der Praxis. Kontrolle ist wichtig. Ich muss es kontrollieren, es gibt mir Sicherheit. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, habe ich Angst. Und wir lernen in der Ausbildung sozusagen herauszufinden, welches Element ist gestört und wie viele Elemente haben wir? Wir haben das Feuer. Ich sollte hier, was hat er gesagt? Hier. Wir haben das Feuer, wir haben die Erde, wir haben das Metall, wir haben das Wasser und wir haben das Holz. Das Wichtige in dieser Ausbildung ist natürlich einmal, dass wir diese ganzen Akupunkturpunkte lernen, in der Kräuterausbildung die ganzen Kräuter. Aber das Wichtige ist ja die Diagnostik, dass wir herausfinden, wo ist was in der Blockade, wo funktioniert was nicht, warum funktioniert es nicht, habe ich mich geärgert, bin ich vielleicht traurig, welches Element wird nicht funktionieren. Dann haben wir hier die Möglichkeit, und das ist eigentlich ganz simpel, das Feuer schmilzt das Metall. Die Erde baut Dämme, damit die Angst nicht über die Ufer tritt. Das Wasser hat natürlich einen Bezug zum Feuer. Das kann das Feuer kühlen. Das Metall, das ist die Axt, die soll das Holz schlagen. Also da können wir gucken, ist jemand zu sehr in der Kontrolle, dann verachtet der vielleicht irgendeinen andere Kontrolle. Und das können wir anhand der Pulse feststellen. Das lernen wir in der Pulsdiagnostik. Was ist hier nicht in der Balance? Und dann haben wir die große Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe große Hitze. Ich habe viel zu viel Hitze. Irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht. Oh, ich bin auch so ängstlich. Die Emotion Angst gehört zum Wasser. Ja? Dann müssen wir das Wasser stärken. Wir müssen das Nierenwasser stärken, damit das Herzfeuer gekühlt wird. Wichtig ist, jetzt ist es gerade sehr heiß. Wir müssen kühlende Dinge essen, zu uns nehmen. Wenn wir jetzt noch viel Chili oder sonstige Dinge nehmen, es ist nicht gut, dann kriegen wir Herzrasen. Wir können nicht schlafen. Also jetzt wäre gut, Gurke ist befeuchtend kühl. Wassermelone ist sehr kalt. Muss man schon aufpassen, dass man da nicht, wenn man empfindlich ist, einen Durchfall bekommt. Das ist aber wichtig, weil wir werden das lernen. Und es geht um Balance. Es geht darum, etwas wieder in Balance zu bringen. Und wenn wir in der Balance sind, dann sind wir gesund. Und dann können wir uns auch selber heilen. Manchmal ist es so, die Schüler sagen, oh, sollen wir denn da nicht tonisieren? Da ist doch jemand, der ist schwach. Und das ist häufig bei Autoimmunerkrankungen. Aber es gibt einen Feind, der immer noch in unserem Körper ist. Und wir müssen erst den Feind bekämpfen. Was ist es? Ist es eine Hitze? Ist es eine Kälte? Ist es vielleicht Schleim? Wir kennen alle Schleim im Hals. Das hat man manchmal, Schleim in der Lunge, obwohl wir keinen Husten haben. Müssen wir diesen Feind erstmal beseitigen? Wenn der Feind weg ist, dann stört der uns auch nicht mehr. Der nervt uns nicht mehr. Dann kann unser eigenes System sagen, oh, was ein Glück, der ist weg. Jetzt habe ich meine Ruhe, jetzt kann ich mich wieder erholen. Ja, das ist so wie, ich sage jetzt mal Mütter, ich weiß gar nicht, gibt es auch eine Vaterkur? Väter mit Kindern in Kur? Gibt es bestimmt jetzt auch, ne? Genau. Eltern brauchen schon mal eine Kur. Die brauchen schon mal eine Hilfe, weil Kinder nehmen. Ja, das ist ganz normal. Und dann brauchen wir einfach mal so ein Wochenende Ruhe und dann regeneriere ich mich, dann bin ich auch schon wieder fit. Und genauso ist es mit restpathogenen Faktoren. Und das ist häufig bei Autoimmunerkrankungen, dass wir da einen Rest noch im Körper haben von einer alten Erkrankung. Wir kennen das seit Corona, Post-Covid.
Was ist übrig geblieben? Warum bin ich immer noch schwach? Warum bin ich immer noch schlapp? Und mit der chinesischen Medizin sind wir wie Detektive und gehen auf die Suche und finden diesen pathogenen Faktor und erklären ihm den Krieg. Wir greifen ihn an mit den Nadeln, mit den Kräutern und vertreiben ihn aus unserem Haus, aus unserem Reich. Ja? Und ich meine, das ist doch, ist das großartig? Ja, ich finde es einfach wunderbar. Also das ist was, wo ich merke, das macht mir jedes Mal so eine Freude und es bringt mir so viel Glück, wenn ich sehe, was für Optionen wir neben der Schulmedizin haben. Die finde ich unfassbar wichtig. Ja, für mich ist es auch total wichtig zu sagen, ich möchte immer ein Labor. Ja, bringen Sie bitte Ihr Labor mit. Sie haben Herzbeschwerden, waren Sie beim Kardiologen? Ah, Sie haben eine Herzneurose. Super, Sie sind perfekt bei mir. Was nehmen Sie für Medikamente? Das ist natürlich was. Wir haben eine Ausbildung als Heilpraktiker oder als Ärzte. Das ist ein Basiswissen. Das müssen wir neben der chinesischen Medizin haben, um einschätzen zu können, was sitzt vor mir. Wenn ich jetzt einen Patienten mit Bluthochdruck habe und der nimmt jetzt einen Blutdrucksenker oder bei Arrhythmiebeschwerden, wird der Puls sich verändern. Muss er ja, weil er das Medikament nimmt. Ich muss also ein Bewusstsein auch dafür haben, ah, wenn ich jetzt pulse, den kann ich jetzt gerade nicht so ernst nehmen, den Puls, weil der beeinflusst ist. Ja? Aber die Zunge kann ich mir anschauen, die ist dann nicht so beeinflusst. Also das westliche Wissen muss als Basis vorhanden sein, um mit dem chinesischen Wissen sozusagen eine Symbiose einzugehen. Das arbeitet miteinander, das geht ineinander. Und das ist total schön. Wir können mit den Ärzten telefonieren, wir können sagen, es kann sein, dass sich der Blutdruck jetzt verändert. Es kann sein, dass die Schilddrüsenhormone sich verändern. Könnten Sie öfter mal eine Kontrolle machen? Oder ich habe Patientinnen mit Myomen, junge Frauen mit Kinderwunsch. Ich sage, okay, 3 Monate Zeit, wir behandeln das. Dann gehen Sie nochmal und lassen das bei der Gynäkologin oder bei dem Gynäkologen checken. Es gibt Patienten, die sind in der Charité gleichzeitig in Behandlung bei mir, wo das immer wieder untersucht wird. Müssen wir operieren? Muss es nicht operiert werden? Und so ist es heutzutage, dass wir immer enger miteinander arbeiten. Es ist nicht mehr so, dass wir so feindlich nebeneinander existieren, sondern dass wir wirklich miteinander reden, miteinander arbeiten, sagen, wir können das ausgleichen mit Nadeln und Kräutern. Vielleicht kann dann die Dosierung der Medikamente verändert werden. Das ist auch was Schönes, dass wir da sozusagen miteinander arbeiten können. Gibt es Fragen vielleicht schon? Ja, das Element Luft, das gibt's nicht. Also wir haben nur diese Elemente. Luft gehört zur Lunge, also für uns Chinesen, das gibt es. Das sollte jetzt nicht sein, ich meine, wir atmen es. Und wo atmen wir es? Wir atmen es in der Lunge. Chinesisch ist es so, dass wir sagen, der Atem ist eine ganz wichtige Energie. Atem-Qi. Das gehört zur Lunge, weil es in die Lunge kommt und es gehört zum Metall, chinesisch. Dann gibt es das Nahrungs-Qi, das ist das Essen. Das gehört zur Erde. Diese beiden sind das, was wir nach der Geburt aufnehmen. Wir bekommen mit der Geburt, vor der Geburt eigentlich mit Samen und Eizelle treffen aufeinander, kriegen wir das Jing, die Essenz der Eltern. Viel oder wenig. So ist es im Leben. Das ist das, was wir bekommen. Die Chinesen sagen, das ist in der Niere gespeichert, die gehört zum Element Wasser. Wir haben also eine vorgeburtliche Essenz, aber wir haben auch eine nachgeburtliche Essenz. Das heißt Atemübung und gutes Essen, weil das ist nachgeburtlich. Das ist das, was wir sozusagen beeinflussen können. Und damit können wir unsere Sanduhr, ich sage immer, es ist eine Sanduhr, die wir haben. Ne? Da ist ganz viel Sand drin und irgendwann ist der Sand ausgelaufen und dann ist unser Leben sozusagen beendet. Aber wir sind nicht nur abhängig von dem Sand, den wir von unseren Eltern bekommen haben, sondern das ist Jing Sheng, das ist die Lebensführung. Ausreichend Schlaf, gutes Essen, Freunde, Freude, die Emotionen in sozusagen in Kontrolle, das Ganze in Bewegung zu halten, ja, das gehört sozusagen zur Lebensführung. Und insofern ist die Luft hier beim Metall. Und im Metall haben wir Lunge und Dickdarm. Und das ist das Erste, was wir machen. Wir kommen zur Welt.
Und in der Ausbildung beginnt es mit Lunge. Lunge, Dickdarm, Magen, Milz, Herz, Dünndarm, Blase, Niere, Perikard, Dreier, Wärmer, Gallenblase, Leber. Und dann fängt es wieder an. Lunge, Dickdarm. Und so fließt auch unsere Energie durch den Körper. In dieser Reihenfolge, genau, es muss ja fließen, ne? Also das Qi fließt durch den Körper, es muss alle Organe erreichen, fließt durch die Leitbahn. Und wenn wir jetzt aber eine Blockade in einem Organ haben, ist natürlich die Weiterleitung schwierig, ne? Und deswegen ist es für uns natürlich wichtig zu gucken. Und wenn wir nochmal auf den Atem zurückkommen, das ist die Lunge, die sitzt hier und wir haben hier das Herz und hier ist das Zwerchfell. Also es muss, die Energie muss ja durch dieses Zwerchfell durch. Aber manchmal sind wir ja so angespannt und haben unser Zwerchfell so angespannt. So, ich bin kurz vor der Explosion oder ich habe eine ganz starke Emotion in meinem Herzen. Dann atme ich nicht. Ich atme ja nur bis hier. Ich atme ja gar nicht tief. Es ist hier blockiert. Dann sagen wir, unser Hypochondrium ist blockiert. Wir müssen das befreien. Dieser Bereich, sagen wir, gehört Gallenblase und Leber. Gallenblase und Leber. Dann würden wir gucken, dass wir die beiden, weil die sind für die Stagnation zuständig. Ne? Es geht nicht weiter, es fließt nicht. Dass wir das hier befreien. Oh, jetzt kann ich auch wieder atmen. Ja? Es gibt noch das Perikard, das ist jetzt kein wirkliches Organ, das ist der Herzbeutel. Der geht durch alle Ebenen. Man sagt, es gibt den oberen, den mittleren und den unteren Bereich in der chinesischen Medizin. Man nennt das San, drei, Jiao, also sozusagen drei Bereiche. Und dann müssen wir gucken, dass es sozusagen auch was gibt, Akupunkturpunkte, die alle Bereiche sozusagen behandeln. Und wenn ich nicht richtig atmen kann, dann nehmen wir gerne das Perikard, die Perikardleitbahn. Und es ist so, dass einer meiner Lehrer, Dr. Tan, der praktiziert die Balance-Methode und der sagt, okay, wir können den Menschen nicht nur aufs Ohr projizieren, gibt Ohrakupunktur, da ist der ganze Mensch, wir können auch auf Extremitäten. Und jetzt nehme ich mal den Menschen und das ist jetzt mein Kopf. Ja? Habe ich also Nackenbeschwerden? Würde sich das anbieten, hier zu nadeln. Ich gehe weiter. Habe ich Druck auf der Brust? Kann ich nicht bis hier atmen? Komme ich nicht bis zum Bauchnabel? Das ist der Bauchnabel, ne? Also das ist der ganze Mensch, Bauchnabel. Dann würde ich in dieser Mittellinie würde ich nach einem Punkt suchen, um zu befreien. Hier gibt es Perikard 6. Das ist der beste Punkt, um... Oh, ich kann wieder atmen. Oh, ja? Und es befreit und es geht bis nach unten. Oh, ich habe auch wieder Hunger. Oh, ich merke auch, oh, ich glaube, ich muss mal aufs Klo. Oh, mir geht es schon viel besser. Ja, durch eine Nadel nur. Ja, also das wird sozusagen gelehrt, dass wir wissen, okay, welche Punkte, das ist in diesem riesigen blauen Buch, was darum geht, welche Punkte sind für welche Körperregion besonders günstig. Und da gibt es ja viele Erkrankungen, die wir sozusagen da feststellen können. Halsschmerzen zum Beispiel. Ich habe über den Hals gesprochen. Dann könnte ich darüber nachdenken, mit was kann ich Halsschmerzen behandeln? Mit Wasser. Ich könnte darüber nachdenken, dass ich einen Wasserpunkt nehme. Akupunkturpunkte haben auch sozusagen ein Element Wasser. Es gibt aber auch die Idee, Feuer mit dem Feuer zu bekämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, bei großen Waldbränden wird sozusagen weiter vorne auch was verbrannt, weil verbrannte Asche brennt, also verbranntes Gebiet brennt nicht mehr. Es ist also sozusagen eine Feuersperre. Ich könnte also einen Feuerpunkt nehmen und den sedieren, das heißt minimieren. Das ist genau hier. Das ist ein Dickdarmpunkt, ja. Und wenn ich den nadel, wenn die Halsschmerzen sofort besser, ist der Feuerpunkt. Den muss ich gegen den Uhrzeiger sedierend. Das wird dann auch gelernt. Oder ich könnte hier auf der Lungenleitbahn einnehmen. Aber das ist alles hier im Bereich vom Hals. Ja? Das ist total spannend, total interessant. Ob wir den pathogenen Feind, der sozusagen übrig geblieben ist, von einer Erkrankung im Körper geblieben ist, ob wir den aufspüren mit Nadeln und ob wir den ganz aus dem Körper rausbekommen. Nein,
Wir können die Symptome mindern. Wir können jetzt nicht, manche Erkrankungen sind dann in so einer Phase, dass man sagt, ich habe das Gefühl, es ist gar nichts mehr. Es kommt dann aber vielleicht manchmal nochmal einen Schub. Wir müssen immer gucken, was ganz wichtig ist, dass wir sozusagen in uns, und das sagen wir, das ist das aufrechte Qi, die aufrechte Energie, dass die stark ist und dem Feind im Inneren sagt, du kannst mir gar nichts anhaben. Ihr kennt es alle, wenn es euch nicht gut geht oder ihr habt euch überarbeitet und dann fahrt ihr in Urlaub, dann werdet ihr plötzlich krank, weil ihr loslasst und weil ihr einfach am Ende seid. Ja? Und das ist unsere Aufgabe, dass wir sozusagen die Patienten immer in dem, auf dem Level halten, dass sie es mit jedem Feind aufnehmen können. Wir versuchen auch, diese ganzen Pathogene zu heben. Man sagt, die sind im Muyao. Wir heben die sozusagen aus dem Shaoyin ins Shaoyang, wo auch immer. Ne? Das wird schon besprochen und gelehrt. Ich kann aber hier keine Heilversprechen machen und sagen, ja, das kriegen wir immer hin. Wir können aber alle Symptome mildern, lindern und es lebenswert machen. Und was auch funktioniert, ist, dass nicht mehr so viele westliche Medikamente, zum Beispiel Cortison, genommen werden muss, was auch sehr schwierig für den Körper ist. Wenn es genommen werden muss, können wir es unterstützen. Es gibt Wassereinlagerungen durch Cortison. Die beseitigen wir durch Akupunktur. Das können wir definitiv. Wir sind begleitend. Wir begleiten auch Erkrankungen, wo westliche Medizin notwendig ist. Antibiotika ist lebensrettend. Bitte, also ich finde, das muss man in bestimmte Situationen muss man Antibiotika nehmen. Es gibt chinesisches Antibiotika, das wirkt auch. Wenn jemand aber westliches genommen hat, Frauen bekommen häufig einen Scheidenpilz oder es gibt Durchfall oder wir haben danach Erscheinungen. Was auch interessant ist, was man häufig hat, zum Beispiel bei einer Blasenentzündung. Man bekommt ein Antibiotika, man nimmt das über 7 Tage, dann ist die Ration zu Ende. Und genau das kommt wieder. Die Blasenentzündung ist wieder da. Das bedeutet, der pathogene Faktor ist nicht bekämpft worden. Antibiotika ist bitter und kalt. Bitter und kalt zieht nach innen. Das ist manchmal der Nachteil von diesen bitterkalten Medikamenten. Dann haben wir aber die Möglichkeit zu sagen, okay, was ist da noch? Kriegen wir das hoch? Kriegen wir das ventiliert? Kriegen wir das raus? Was ist es? Wo ist es? Ja, und das lernen wir in der Ausbildung zum TCM-Therapeuten, chinesische Medizin. Bei diesen Autoimmunkrankheiten spielt ja auch die Einstellung der Geist, die Psyche eine große Rolle. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen, Stichwort Shen, was sagen, dass ja die Akupunktur oder die chinesische Medizin auch diese geistige Ebene ja berücksichtigt in ihren Modellen. Definitiv, ja, sehr guter Hinweis. Also wir sagen immer, jedes Element hat eine oder jedes Organ hat eine Seele. Und der Shen, der gehört zum Herzen. Das ist das Feuer. Da ist das Herz und das ist der Shen. Und Shen ist das, was wir ausstrahlen, wenn wir verliebt sind. Boah, du siehst aber gut aus. Ja, ja, wenn wir verliebt sind, dann zack, dann sprüht es aus unseren Augen. Oder mein 5-jähriger Enkel, der sprüht immer aus den Augen. Kinder haben noch ganz viel Shen. Ja, die, boah. Oder wir können auch von Charisma sprechen. Ne? Das sind Menschen, die sind charismatisch. Die haben aber ein Bewusstsein zu sich selber. Ich bin mir meiner bewusst. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin groß, ich bin kräftig. Ich bin klein, ich bin zart. Ich bin schnell, ich bin langsam. Das bin ich. Ende. Und nicht, wer möchte ich unbedingt sein? Wenn ich das nicht bin, dann bin ich das nicht. Und das ist wichtig, dass wir das in unserem Herzen wahrnehmen. Und das gehört auch zur chinesischen Medizin, dass wir jemandem wieder daran erinnern, wer er ist, um dann auch sein Potenzial wieder leben zu können. Meine Eltern wollten, dass ich mache. Ja, das habe ich gemacht. Und sind sie glücklich? Nein. Was würden sie denn gerne machen? Was ganz anderes? Ja, dann bitte. Warum nicht? Los, auf geht's. Und dann sind wir gesund und glücklich. Dann sind wir nicht in Stagnation. Dann sind wir nicht fremdbestimmt. Das ist zum Beispiel der Shen. Und das ist ganz wichtig für Gesundheit, dass wir in uns ruhen und sagen, tja,
ich bin heute ein bisschen schlecht gelaunt. Ah, okay, es ist in Ordnung. Ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block und bewege mal mein gestautes Qi. Viele kennen das, ne? Boah, ich glaube, ich muss mal zum Sport. Wenn ich beim Sport war, geht es mir gleich viel besser. Ja, warum? Ich habe mich bewegt. Ich habe den Stress, Stau, schlechte Laune beseitigt. Ja? Oder ich muss mal weinen. Ich rufe meine Freundin an und ich erzähle ihr meinen Kummer und ich weine. Und schon kann ich frei atmen, schon geht es mir besser. Das ist wichtig, dass wir auch da nachschauen. Und vor allen Dingen der Shen, der gehört zum Herzen, und die Hun-Seele, das ist die Seele, die sozusagen unseren Körper verlassen wird. Man sagt ja, wir werden wiedergeboren, die Seele kommt dann in, sie verlässt ihn durch den höchsten Punkt hier oben, durch Du 20, verlässt unsere Wanderseele, Hun-Seele sozusagen den Körper. Und die Hun-Seele und die Shen-Seele, das ist einmal das Holz, die Leber, einmal das Feuer, das Herz, sind wichtig für den Schlaf. Werde ich jede Nacht wach, sind meine Seelen nicht verankert. Nachts muss ich alles zurückziehen, es muss regenerieren. Tagsüber ist meine Hun-Seele in den Augen, die Leber zeigt sich in den Augen. Nachts wandert sie in die Leber und ist dort und meine Augen sind zu. Auch mein Shen sollte sich beruhigen in der Nacht und nicht, oh, was muss ich noch alles machen? Oh, das habe ich nicht gemacht. Oh, das muss ich noch. Oh, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Oh, oh nein, das auch noch. Also so viel Aufregung. Da ist das Herz überaufgeregt. Was interessant ist, Hun ist die Wanderseele. Ja? Was machen manche Menschen nachts? Wandern. Ja, dann können wir auch die Hun-Seele behandeln. Ja, das sind dann sozusagen die Seelen. Oder wenn wir nicht einschlafen können, dann ist I, dann ist die Seele unserer Milz. Oh, ich denke die ganze Zeit, was muss ich noch machen, das muss ich noch machen, dies noch und das habe ich auch noch nicht. Oh, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Dann müssen wir diese Seele beruhigen und werden dann in der Milz arbeiten und gucken, wie kann ich jetzt die Milz sozusagen behandeln. Und Autoimmunerkrankungen und unser Shen, das ist auch wichtig, dass wir gucken, was ist im Leben gewesen? Seit wann habe ich das? Was für ein Trauma gibt es? Wir sind keine Traumatherapeuten, wir sind keine Psychologen. Was wir aber sehen können, dass unsere Seelen vielleicht immer noch in einem alten Trauma feststecken. Und ganz wichtig ist, dass es manchmal gut ist, Punkte zu nadeln, die einem helfen, loszulassen. Und wenn wir loslassen, dann kann was Neues entstehen. Ne? Und das können wir auch mit der Akupunktur erreichen. Sehr gut. Was habe ich hier noch? Die Weltgesundheitsorganisation nimmt seit 1946 in ihrer Definition von Gesundheit eine ganzheitliche Sichtweise ein. Und das ist chinesische Medizin ganzheitlich. Und was toll ist, was sitzt vor mir? Heute sitzt vor mir jemand, der hat Kopfschmerzen. Warum hat er Kopfschmerzen? Kopfschmerzen, weil er sich die ganze Zeit ärgert. Morgen sitzt jemand vor mir, der hat Kopfschmerzen. Warum hat er Kopfschmerzen? Weil er zu viel gearbeitet hat, Nachtschichten macht, nicht genug schläft. Übermorgen sitzt jemand vor mir, der hat Kopfschmerzen, weil er sich schlecht ernährt. Also ich will damit sagen, Kopfschmerz gibt es, wenn ich es benennen sollte, ein Mangelkopfschmerz, wir fragen nach Fülle oder Leere. In der Leere gibt es 10 Arten Kopfschmerz, in der Fülle gibt es 10 Arten Kopfschmerz. Welcher Kopfschmerz sitzt jetzt hier heute vor mir? Und das ist das Tolle, dass wir das unterscheiden und nicht, oder welcher Blutdruck sitzt vor mir? Ja, hoher Blutdruck, warum? Dass eine Nachbarin gesagt hat, dass sie Migräne hat und dass jetzt die Frage danach ist, wie die chinesische Medizin Migräne sieht. Auch da frage ich wieder, was sitzt vor mir? Sitzt jemand vor mir, der ein hormonelles Migräneproblem hat? Immer zur Menstruation bekomme ich meine Migräne. Dann ist es ganz wichtig, nach den Hormonen zu schauen. Das können wir ausgleichen. So jemanden würden wir immer zu der Zeit bestellen, zur Akupunktur, wenn zum Beispiel die Menstruation einsetzt oder
wie das auch immer im Zyklus ist, um dann die Störung zu behandeln. Was ist es für eine Störung? Also es ist ja irgendwas, was im Kopf ist, was im Gehirn ist. Was ist es? Ist es was Nervales? Hat es was mit dem Blut und dem Druck auf die Gefäße zu tun? Und dann können wir den Puls, die Zunge, wir machen eine Anamnese und fragen, wann tritt es auf? Was gibt es noch? Mir ist übel. Ich habe pochende, stechende Kopfschmerzen. Pochend, stechend ist eine Blutstase. Ich habe einen Dumpfen, ist nur eine Qi-Stagnation. Der Kopfschmerz beginnt nachts, ist ein Clusterkopfschmerz. Eindeutig, diese Migräne ist Blutstase. Da müssen wir Punkte nadeln, die den Blutstau auflösen. Ich kriege Migräne immer, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel esse. Dann müssen wir gucken, okay, das ist getriggert durch Nahrung. Ich kriege Migräne immer, wenn ich Stress habe, weil dann habe ich Triggerpunkte im Nacken. Und wenn mein Nacken verspannt ist, dann kommt es von hier, das ist unser Taiyang. Von hier steigt es sozusagen nach hier. Ah, das ist ein Gallenblasenpunkt, ein Windpunkt. Von da steigt es nach vorne ans Auge. Dann steigt es hinters Auge. Oh, die Leber zeigt sich im Auge. Dann steigt es zur Seite. Ah, hier ist wieder die Gallenblase. Was ist da nicht in Ordnung? Ist da eine unterdrückte Wut, Anspannung? Ja, das sind Triggerpunkte, die hier hinten beginnen. Und das ist eine muskuläre Geschichte. Also da gibt es auch wieder so viele Optionen, die wir haben, zu gucken, was ist es? Bin ich überarbeitet? Und wenn ich überarbeitet bin, dann schießt es mir manchmal einfach so nach oben. Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich kriege ich jetzt nicht gleich eine Migräne. Da muss ich den Gegenpart behandeln, der absenkt. Ich muss absenken. Ja, also ich muss sozusagen was vom Kopf absenken. Oh, es ist so heiß an meinem Kopf. Das ist immer Hitze. Ich muss die Hitze kühlen. Mir ist übel. Ich muss gucken, dass ich die Übelkeit absenke. Punkte, die das absenken. Also ich kann diese Frage nur so beantworten, es gibt wieder sehr viele unterschiedliche Formen der Migräne aus chinesischer Sicht. Westlich kriegt jeder Triptane oder die helfen, ne? Meistens. Aber wir sind Detektive und wir gehen auf die Suche und sagen, okay. Man kann nicht einfach sagen, es ist Vererbung und dann ist es so. Und das ist ja das, in China würde jemand sofort zum Arzt gehen. In China hat eine Frau einen Zyklus, der nicht normal ist, oder Schmerzen, sie ist sofort beim Gynäkologen. Ja? Einmal nicht Stuhlgang gehabt, es wird sofort nachgeschaut. Was haben wir für Patienten? Meine Oma hatte das, meine Mutter hatte das, total normal. Es ist nicht normal, Schmerzen zu haben oder Migräne zu haben. Es ist nicht normal, Menstruationsschmerzen zu haben. Es ist nicht normal, schlapp zu sein, nur weil der Vater, die Oma, die Mutter, wer auch immer das hat. Wir sind auf der Welt, um gesund und kräftig und stark zu sein, und zwar jeder für sich. Und das ist wichtig. Und das können wir herausfinden. Was stimmt da nicht? Und wichtig ist dann auch zu sagen, den Schmerz, den muss es nicht mehr geben. Gibt's noch Fragen? Nein? Sehr gut.